war in der letzten Folge sogar rein. Ach, ich war ja gar nicht. Oh, ist ja toll gelaufen jetzt hier. Schon den Stuhl beiseite schieben hier. Da war ein rotes Licht. Ich habe mich nur verteidigt. Er wollte mich umbringen. Ich bitte dich, verrat mich nicht. Connor, was zum Teufel ist denn da oben los? Er ist hier, Lieutenant! Ach du Scheiße! Chris, Ben, schwingt sofort eure Ärsche hier rein! Na los! Okay. Ach, war ich ja gefunden. Oh, Gott! Oh. Todd? Essen ist fertig. Ja, ich komme. Das ist Sucht, Alter. Das ist Sucht, Leute. Lasst die Finger von Drogen. Während euch. Kauf lieber Süßigkeiten und werdet fett. Tut mir wirklich leid. So, Essen serviert. Schalte das Licht ein. Okay. Was jetzt? Bediene Allison. Schon lustig. Mein Job hat jetzt ein Android. Und als ich jemanden für diese scheiß Hausarbeit brauche, was tue ich? Ich kauf mir einen verdammten Androiden. Was für ein Witz. Klar, Androiden sind ja so scheiß großartig. Hör auf rumzulaufen, verdammt nochmal, du machst mich ganz nervös. Was glotzt du so? Was ist dein scheiß Problem? Nicht gerade ein Traum hier, was? Glaubst du vielleicht, das ist einfach? Glaubst du vielleicht, ich bin schuld, dass wir in diesem Dreckloch leben? Ich bin schuld, dass deine Mutter abgehauen ist? Ja. Hör auf mit den Drogen, Todd. Ja. Manchmal machst du mir echt Angst, Todd. Oh, oh. Die scheiß Schlampe ist einfach abgehauen. Nein. Diese verfluchte Hure hat mich wegen einem beschissenen Buch einfach verlassen. Alles deine Schuld. Daddy, nein. Es ist alles deine Schuld. Das kommt davon, wenn man der Frau keine Aufmerksamkeit gibt und nur an sich denkt her. Und Drogen nimmt und Scheiß und komm alles. Und ja. Komm sofort hierher! Dann haut die Frau irgendwann ab! So. Du bleibst da. Rühr dich ja nicht vom Fleck. Oder setz was wie letztes Mal. Bewege dich nicht. Die Schlampe ist einfach abgehauen.
Es hätte schön sein können. Könnte Familie haben. Aber nein! Mir war egal, wie ich mich fühle. Wir bewegen uns. Wir müssen uns ja bewegen. Wir weichen aus. Wir brechen aus. Wir brechen aus. Okay, nochmal. Wir brechen aus. Ja. Bam! Abweichler! Beschütze Alice. Überzeuge Todd. Ich habe alles getan, um sie glücklich zu machen, aber es war ja nicht genug. Wir beschützen Alice. Ich war nicht gut genug für sie! Betreten. Die kleine Mistkarte. Wir nehmen die Waffe. Na los! Tu mir nicht weh! Bitte tu mir nicht weh! Zwing mich nicht! Hör auf, Benny! Bist du denn besten, Alice? Das reicht jetzt! Lassen Sie sie! Was soll das denn werden? Leg die Waffe weg und Nein. mach, dass du rauskommst. Mm-mm. Das ist dein Befehl! Nein! Lassen Sie sie in Ruhe! Was soll ich? Du kommandierst mich um? Was willst du tun? Du willst mich erschießen, wirklich? Ja. Du schießt auf einen Menschen. Nee! Du hast wohl ein Problem. Das sollten wir beheben. Ich muss beide drücken. Lass sie in Ruhe! Du gehörst mir. Du tust, was ich sage. Ich muss beide... Scheiße, hat der mich jetzt vermöbelt, deswegen. Meine Güte. Nein, nicht schon wieder. Irgendwie haken im Moment bei mir sämtliche Spiele.
Das macht man übrigens mit Menschen, die Kindern wehtut. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich war schon in den Optionen drin gewesen, aber... Fortfahren. Keine Ahnung. Das war bei Weitem die langweiligste Party der letzten 25 Jahre. Und jedes Mal auf solchen Partys frage ich mich, was zur Hölle mache ich bloß hier? Ich hasse Cocktailpartys und all diese Schwätzer, die dorthin gehen. Es ist eine Möglichkeit für all ihre Bewunderer, sie kennenzulernen. Ja, denen ist Kunst doch völlig egal. Die interessiert nur, wie viel Geld sie damit verdienen können. Was soll's? Lass uns einen trinken. Diese ganze Aufregung hat mich richtig durstig gemacht. Saufen. Wir müssen Scotch saufen. Ohne Eiswürfel? Auf jeden Fall. Ja. Okay, aber Sie wissen, was Ihr Arzt sagt. Ja, na, der kann mich doch mal. Ich bin alt genug, um meine Medizin selbst zu wählen. Ja. Stimme ich voll zu. Hast du im Studio das Licht angelassen? Nein, ganz bestimmt nicht. Ruf die Polizei. Detroit Police, wie lautet Ihr Notfall? Hier ist Karl Manfreds Android, 8941 Lafayette Avenue. Wir kommen gerade heim und das Licht ist an. Vielleicht wurde eingebrochen. Ein Streifenwagen ist unterwegs. Los, sehen wir mal nach. Ich möchte da jetzt aber ungern nachsehen. Leo! Was machst du hier? Du hilfst mir nicht, also helfe ich mir selbst. Manche zahlen Wahnsinnspreise für den Scheiß. Fass ihn nicht an! Hör zu, früher oder später gehören die sowieso alle mir. Betrachte es als Vorschuss auf mein Erbe. Marcus, er soll da weggehen. Schaff ihn sofort hier raus! Befehlen, raten, warnen. Warten! Hör zu. Geh besser, bevor das Böse endet. Du schickst mich immer bloß weg. Warum denn? Bin ich nicht gut genug? Nicht perfekt wie dieses Scheißding? Das reicht jetzt! Raus hier! Sofort! Was macht das so besonders, hä? So viel besser als mich! Lass ihn in Ruhe! Na los, zeig, was du kannst! Oh nein, Marcus. Schon wieder. Du darfst dich nicht wehren, verstanden? Verteidige dich nicht. Los, schlag mich! Worauf wartest du? Bist du ein Mann? Dann mach schon! Was denn? Bist du etwa ein Feigling? Hör auf, Leo! Hör auf! Angst, dich zu wehren, du blöder Arsch! Okay. Aufbrechen! Dreck! Sag ich hilf dich! Vielleicht. Oh, stimmt ja, ganz vergessen. Du bist gar nicht echt. Du bist nur ein scheiß Klumpen Plastik. Lass ihn in Ruhe! Pass auf! Ich mach dich fertig. Dann gibt es nur noch mich und Dad. Ich werde dich zerstören und das wird keinen interessieren. Weißt du warum? Weil du nichts bist. Verstehst du? Du bist nichts! Wir lassen uns jetzt wegbringen. Es kommt sowieso auf das Thema raus. Karl, nein! Oh nein, nicht schon wieder. Sobald es schneller wird, ne, irgendwie im Game. Nein, Karl, nein. Menschen sind schwache Maschinen. Karl, nicht sterben, okay? Halten Sie durch. Nicht sterben. Denk dran, Marcus. Lass dir von keinem sagen, wer du zu sein hast. Nein, nein, Dad! Guck nach der Aufnahme nochmal in den Optionen nach. Bitte!
Das ist deine Schuld. Ohne dich wäre das nie passiert. Ist das irgendwie generell der Ton weg? Null? Hä? Hä? Der Android! Es war der Android! Musste er sterben? Was ist vor dem Messerangriff passiert, hm? Wie lange warst du da oben? Warum bist du nicht einfach weggerannt? Sag endlich was, Gott verdammt! Scheiß drauf, ich bin raus. Wir verschwenden unsere Zeit mit dieser Maschine. Wir werden nichts aus ihr herauskriegen. Wir könnten ihm ja ein bisschen Druck machen. Es ist doch so. Er ist kein Mensch. Androiden spüren keinen Schmerz. Sie würden ihn nur beschädigen und nicht zum Reden bringen. Abweichler neigen außerdem zur Selbstzerstörung, wenn sie Stress ausgesetzt sind. Okay, Klugscheißer. Was sollen wir dann tun? Ich könnte ihn befragen. Ja. Schaden kann's nicht. Na los, er gehört ganz dir. Oh, ich liebe Hank, ey. Hank ist einfach so cool. So, wir müssen aufpassen, dass er sich jetzt selber nicht die Kante gibt. Doch, ist er auf gelb. Müssen aufpassen jetzt. Tut mir leid. Er tut mir echt leid für die Folge jetzt. Vielleicht noch. Ich weiß auch absolut nicht, woran das liegen könnte. Na, ja, zu weit, scheiße. Ja, jetzt geht's wieder. Es fängt sich aber auch immer wieder, ne? Ich ja richtig gegönnt, ne? Stress Level 35. Müssen wir ein bisschen ruhig halten. Furcht, Wunden, Name. Name! Mein Name ist Connor. Was ist mit dir? Wie ist dein Name? Du bist beschädigt. War das dein Besitzer? Hat er dich geschlagen? Schlicht und trösten, beschuldigen. Trösten. Hör mal. Ich weiß, dass du viel durchgemacht hast.
Aber ich möchte gerne verstehen, was passiert ist. Mitfühlen, Vertrauen. Ich will dir bloß helfen. Aber du musst mir vertrauen. Ich möchte dich wirklich hier rausholen. Mitfühlen. Hör mal. Ich bin auf deiner Seite. Ich will dir helfen. Aber das kann ich nicht tun, wenn du nicht mit mir redest. Was? Was werden Sie mit mir machen? Sie zerstören mich, oder? Lüge, Lüge, Lüge! Nein. Ich glaube, Sie wollen es nur verstehen. Dein Meister hat dich doch misshandelt. Es war nicht deine Schuld. Warum hast du mich verraten? Warum bist du nicht einfach gegangen? Lüge. Lüge. Sie hätten dich sowieso gefunden. Ich war nur schneller. Wären sie es gewesen, hätten sie dich sofort erschossen. Ich will nicht sterben. Dann rede mit mir. Ich? Ich kann nicht. Ja. Rückwärtschen Speicherprüfen überzeugen. Speicherprüfen. Du lässt mir keine Wahl. Weil ich dachte, glaube ich, jetzt nicht für eine gute Idee hier. Ich helfe mich anzustachen. Ich hatte Speicherzugriff. Ich weiß, was passiert ist. Fuck! Okay. Ein Fehler. Was zur Hölle macht er? Er zerstört sich selbst. Stopp das, verdammt! Ich kann nicht! Ich kann es nicht stoppen! Eingreifen! Das reicht jetzt! Du musst sofort damit aufhören! Vorsicht! Ach du Scheiße. Das ist mir beim letzten Durchlauf passiert, weil ich es machen musste. Fuck, 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 Scheiße. Ja, ein Fehler, ne? Dies ist kein Spiel, wo man aus Fehlern lernt. Okay. Endstation. Endstation? Ja, ihr müsst aussteigen. Wach auf.
müssen gehen. Wo schlafen wir denn? Ist alles okay? Wir finden schon einen Schlafplatz. Ja, wir gehen jetzt aber erstmal klauen. Komm, Alice, wir müssen uns beeilen. Ich laufe einfach bei Rot drüber. Beruhige Alice. Ja, Alice, du bist ja eiskalt. Schon okay, mir ist nicht so kalt. Ihr wirkt verloren. Wir wissen nicht, wohin. Ich weiß jemanden, der helfen kann. Das ist auf der anderen Seite der Stadt. Wir brauchen jetzt etwas. Komm mit, Alice. Danke für Ihre Reise mit Detroit Buses. Wo sollen wir denn hin? Nee, warte. Hab ich die an der Hand? Ja. Dann gehen wir das mal hier hin. Da, der Laden ist noch offen. Vielleicht sollten wir reingehen. Zumindest ist es warm da drin. Sprechen, na gut, da bin. Was willst du? Ich und ein Mädchen haben keine Unterkunft. Hätten Sie etwas Geld für ein Zimmer für heute Nacht? Scheiße. Ein obdachloser Android? Das ist der Hammer. Also, das ist hier ein Supermarkt und nicht die Heilsarmee, okay? Haut ab, wenn ihr nichts kaufen wollt. Keine Aufmerksamkeit. Wer ist einkaufen? Alice, schmeiß mal die Dosen bitte um. Alice, du musst mir helfen. Siehst du die Dosen da drüben? Ich möchte, dass du hingehst und sie umstößt. Sie umstoßen? Warum? Bitte. Alice, vertrau mir.
Noch ein Kuscheltier für Alice mitnehmen? Alles okay? Bist du verletzt? Gar kein Problem. Das sind nur ein paar Dosen. So. Komm schon, los. Einmal den Langfinger gemacht. Wir haben jetzt etwas Geld. Du hast mich benutzt, um zu stehlen. Wie konntest du nur? Ich hab dir vertraut. Unsicher entschuldigen, sachlich rechtfertigen. Entschuldigen. Du hast recht. Ich hätte das nicht tun sollen. Entschuldige, Alice, ich tue das nie wieder. Oh. So. Ich würde aber mal sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Und ja. Ich schaue mal in den Einstellungen, was ich ändern kann mit den, dass das nicht nur so am Laggy ist. Hau da rein, bis später.